Moin und herzlich willkommen bei DIMI Versus. Ich bin der verrückte Typ, der durch ganz Deutschland fährt, nur um HiFi-Anlagen zu hören. Aber ich nehme euch mit auf diese Reise und hoffe, dass ihr genauso begeistert seid wie ich. Heute bin ich bei Bobby. Ihr kennt ihr wahrscheinlich schon, wir haben einige Videos zusammen gedreht. Wir haben einen Plattenspieler von Safino ausgepackt und aufgebaut. Wir haben ein Versus-Video gedreht, Safino versus Transrotor-Plattenspieler. Und heute bin ich aber bei Bobby, weil ich gerne sein Setup kennenlernen möchte. Und ja, ich bin sehr gespannt, denn du bist für mich einer der Leute, die ganz anders unterwegs sind, als wie ich sonst von Bekannten, Kunden, Freunden mitbekomme. Du hast wirklich deinen eigenen Stil und hebst dich so ein bisschen von den anderen ab, muss ich sagen. Und ja, du hast vermeintlich auch die griechischste Kette in Norddeutschland, die ich kenne. Wahrscheinlich ist die ganze Kette griechischer, als ich es bin. Ich bin gespannt. Also erzähl uns mal, was für ein Setup hast du von A bis Z? Ja, also als allererstes möchte ich da auch erstmal sagen, ich mache das jetzt nicht von irgendwelchen Ländern abhängig oder was weiß ich, aber die Sachen, die im mediterranen Raum gebaut werden, die gefallen mir grundsätzlich schon ganz gut. Da geht es aber nicht um die Optik, sondern rein um klangliche Aspekte. Ich denke mal, das steht auch im Vordergrund beim HiFi. Sicherlich. Ja, da möchte ich ganz gerne mit der Stromversorgung anfangen. Gut, hier ist eine komplette Sicherung nur für die Musikanlage, was aber die Normalverrückten sowieso alle machen. Dann kommt das hinten aus der Steckdose dann alles raus. Sind auch renommierte Firmen, ob nun die Kabel oder die extra Sicherung oder die Steckdose, da ist dann HiFi-Tuning und Phonosophie zu nennen. Zwei bekannte Firmen, denke ich mal. Und dann geht der Strom rein in meinen Stromfilter aus dem Hause Zakarides. Hier das erste griechische Gerät, da ist das der Super Athena. Dann habe ich das nächste griechische Gerät, ist ein Vorverstärker, da sicherlich aus der Selbstbauszene, aber ich glaube, ich würde mir nicht von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, irgendwelche Geräte anfertigen lassen, wo ich nachher nicht weiß, was ich mir da reinstelle. Also vielleicht habe ich irgendwann mal die Möglichkeit, den Mann vorzustellen. Für mich ist das, was der leistet. Ist das der, von dem du mir schon mal erzählt hast? Ja. Ja. Großes Kino. Ja. Ich möchte da aber keine großartigen weiteren Namen da aber nennen. Aber ist der auch aus Griechenland? Oder? Der ist aus Griechenland. Ja. Da hat man eine Zeit lang hier in Hamburg gearbeitet. Mhm. Vielleicht gehen da bei einigen die Alarmglocken an. Ja, ich glaube, den kennt man. Ja, okay. So. Dann geht es weiter zur Endstufe, die natürlich auch von ihm ist. Achso, ich muss vielleicht sagen, die Vorstufe ist eine Röhrenvorstufe. Die Endstufe ist eine Hybrid-Endstufe aus Röhre und Transistor. Und das Ganze ist miteinander auch mit einem Kabel aus Griechenland verbunden, was mir der nette Kollege, ich sag's mal vorsichtig als netten Kollegen, nette Kollege auch gleich mit angefertigt hat, wie auch die Lautsprecherkabel, die natürlich auch aus dem Hause kommen. Dann arbeiten diverse andere NF-Kabel zwischen den einzelnen Geräten, die dann auch aus von ihm kommen. Ich habe ein WSS-NF-Kabel vom CD-Player zum Vorverstärker. Der CD-Player ist ein Musical Fidelity Nuvista, der aber mehr oder weniger hier in diesem Setup mittlerweile schwiegermütterlich betrachtet wird. Ja, ich gehe da so ganz langsam weg von CD, weil ich mich, was digital angeht, mehr auf das Streaming dort gesetzt habe. Dort habe ich ein Auralic Mini mit einem externen Netzteil. Für das, was ich mache, macht er das richtig gut. Ich habe dort einen externen DAC. Ich
Ich könnte zwar auch im Auralic den DAC nutzen, der ist mir aber nicht qualitativ hoch genug. Also habe ich mir da gesagt, ich lege mir da nochmal einen DAC zu. Jetzt kannst du raten, aus welchem Land der DAC kommt. Griechenland? Respekt! Man könnte Kein fast Gedanken lesen, du. sagen, dass wäre das, was du dir hier zusammengepackt hast. Der DAC ist aus Griechenland, richtig. Ist von der Firma Edion Audio. Hier ist das der Ayazi MK2. Der allerdings auch da nochmal von meinem griechischen Kollegen auch nochmal getuned wurde. Aber über die Tuning-Maßnahmen spreche ich erstmal nicht. Das kann man so. Bei Bierchen könnte man das alles mal besprechen, aber so mache ich das gar Ja, nicht. man, das endet ja nicht. Man kann so viel immer darüber Ja, sagen, ne? ja. Hast du noch mal gesagt, dass du sogar noch was bestellt hast, was Ja, genau. irgendwie auch? Genau, zwischen den Auralic und dem DAC kommt jetzt noch ein Reglocker, auch aus dem Hause Edion Audio Jo, sehr aus gut. Griechenland. Ja. Und zwar ist das da der 3R. Den durfte ich jetzt kürzlich hier einmal testen und habe dann gesagt, alles klar, den möchte ich auch haben. Und den habe ich mir jetzt dann auch nochmal besorgt. Der kommt dann irgendwann nächste Woche oder sowas. Also können wir ihn heute leider hier nicht erleben. Ja, macht nichts. Dann habe ich einen kleinen Plattenspieler, den wir ja in einem Video da auch schon mal erleben durften, sprich den Transrotor. Ich weiß nicht, ob ich da noch großartig was, kann ich ganz kurz Ja, mach anreißen. das Das ist mal ein ganz kurz. Transrotor, ist ein Fatbob S mit Magnetlager, mit diesem TMD. Hat dort zwei Tonarme, wo ich mir Tonarmausleger dann nochmal anfertigen lassen habe. Für diese Tonarme, es sind zwei Merk-Arme, ein Merk UP4. Besonderheit hier bei dem UP4 ist, dass das ein Einpunkter ist. Bei dem anderen Tonarm handelt es sich um ein DP6, das ist ein Zweipunkter. Sie haben beide die Precision Tonarmrohr Ausfertigung, die man aber auch denn nachträglich dann da bestellen kann. Einmal das schwere, einmal das leichtere Tonarm. Dort habe ich dann zwei verschiedene Systeme. Eins aus den USA, zwar das Grado, das Sonata 2 Statement, das ist das Low Output. Und dann habe ich zum anderen das Lyra Kleos. Das Lyra Kleos ist mit einem WSS-Tonarmkabel an die Vorstufe. Diese Vorstufe hat eine interne Röhren-Phono-Vorstufe. Und das Grado ist mit einem, das müsste ein Funkkabel sein, Funktonarmkabel, weil weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, das müsste noch ein Funktonarmkabel sein, was an die ASR-Mini-Basis geht. Ein sehr schönes Gerät, wie ich finde. Preis-Leistungsmäßig ist die Mini-Basis schon auf hohem Niveau, wie ich finde. Es geht immer besser, klar. Hier ist die Besonderheit, dass man diese ASR-Mini-Basis auch noch einstellen kann. Das heißt, man kann dort die Widerstände noch einstellen, etc. Das ist sehr komfortabel. So kann man denn, wenn man sich einen anderen Tonabnehmer denn zulegt, da nochmal Sachen einstellen. Denn die Lautsprecherkabel, sagte ich schon, sind auch von dem Griechen, gehen an die Lautsprecher von Bang & Olufsen aus Dänemark. Sind schon ein paar ältere Lautsprecher, die allerdings nochmal getunt wurden. Aber auch hier über die Tuning-Maßnahmen möchte ich da auch nicht so Ja. großartig weiterreden. Kann man denn hier bei dir sagen, dass du eigentlich vom Konzept her, oder ich fange mal anders an, viele fangen ja bei den Lautsprechern an und bauen sich dann ihr Setup auf. Kann man bei dir sagen, dass du es eher umgekehrt gemacht hast? Dass du sagst, okay, bei mir muss die Elektronik erstmal passen und du bist dann zu den Lautsprechern gegangen? Da würde ich schon fast anders anfangen. Also damals war es so, dass
ich irgendwann wieder zum HiFi gekommen bin. Das war Ende 2012, bin ich wieder zu HiFi gekommen. Zwischendurch bin ich mal abgedriftet, war in Richtung Heimkino unterwegs. Da haben wir uns übrigens auch kennengelernt Genau, ja. seinerzeit. Auch schon 10 Jahre her, 10, 11. Wenn das mal reicht. Wenn das mal reicht. Also es waren deine Anfänge damals Ja. bei Fidelity, da Ja. haben wir uns kennengelernt. Und da war es denn damals so, dass ich von meinem ehemaligen Nachbarn, jetzt mittlerweile richtig guten Freund, mit dem ich immer noch HiFi erleben darf, der hat mich damals zum HiFi wieder zurückgeholt und das durch seine Anlage. Und er hatte damals mit Musical Fidelity gehört und ich habe gedacht, ja, dann ist das wohl das Nonplusultra, dann fangst du mal wieder an. Hab dann über verschiedenste Verstärker vom Musical Fidelity angefangen. Damals habe ich von ihm dann auch noch seinen ausrangierten Roxxan bekommen als Plattenspieler und habe da aber schnell gemerkt, alles klar, HiFi muss ich verbinden mit Platte, mit Schallplatte. Ja. Dass er sich dann Transrouter geholt hat und ich mich dann da rein von der Optik in diesen Transrotor da verliebt habe oder überhaupt in die Firma aber Transrotor, da ging es dann für mich dann los, dass ich gesagt habe, alles klar, ich hole mir auch einen Transrotor oder ich spare jetzt drauf hin. So wie er jetzt da steht, war er noch nicht gleich da. Das ging wirklich Stück für los Stück. mit einfacheren Sachen. Und so ist das vielleicht auch mit den anderen Sachen zu sehen. Ich habe verschiedenste Lautsprecher gehabt. Ich habe bis vor 3, 4 Jahren hatte ich noch meine BC Acoustic Act A3 Lautsprecher. Die hatte ich mit Musical Fidelity betrieben. Das war alles super in Ordnung. Und Zwischendurch Monitor Audio. Monitor Audio. Davor waren es nochmal Guru Audios QM10. MK2 war das auch schon. Und dann habe ich aber gesagt, alles klar, ich muss mich mal mit dem Kollegen Dimmi auseinandersetzen. Der hat vielleicht ein paar Monitor-Audios für mich. Und da waren es dann die PL100, weil ich dann auch irgendwann feststellen durfte, dass nicht jeder Raum für große Lautsprecher Genau. da ist, sondern man muss sich da wirklich überlegen, wo soll die Reise hingehen, was will ich machen. Und das sind dann nachher dann die vermeintlichen Rückschritte, die aber eigentlich Fortschritte Ja, sind. So. du hast dich Ne? eigentlich von der Größe, ne, von der Optik, von der Größe, hast du dich eigentlich immer wieder verkleinert, ne? Ganz genau, ganz Ja. genau. Aber es ist natürlich da auch so, das habe ich auch schon bei vielen gesehen. Klar geht das ganze HiFi erstmal mit einer Raumoptimierung oder mit der Raumakustik los. Das habe ich auch betrieben. Ich habe auch mit den größeren Lautsprechern habe ich auch hier Raumakustik. Ich habe hier Bassabsorber drin stehen gehabt. Aber ich finde schon, dass ein Raum auch atmen darf. Und wenn man sich in dem Raum wohlfühlt, dann geht es zum nächsten. Dann kann man sich dann auch ein bisschen fallen lassen. Dann kann man schauen, ob man sich in der Musik wiederfindet. Ob man denn da auch das wiedererlebt oder der Raum das wiedergibt, was man von der Musik dann aber auch erwartet. Das ist eben für mich, ja, man ist denn da schon im Philosophiekreis, sage Ja. ich mal, um das dann alles herauszuarbeiten. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, Raumakustik ist das Wichtigste, ja, aber dann der nächste Schritt, den Raum dann wirklich tot machen, weiß ich nicht, ob das der richtige Step ist oder der richtige Weg ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, ein wenig Charme darf der Raum durchaus noch versprühen. Ja. Das ist schon angebracht. Ich finde mal an der Stelle gesagt, total interessant bei dir, weil wir kennen uns wirklich schon sehr lange und ich habe dich kennengelernt als jemand, der wirklich nach dem perfekten Sound strebt. Ja. Sehr kritisch mit allem, was ich durfte dir viel zeigen in der Vergangenheit und wir waren noch nicht immer einer Meinung und du hast auch, ich habe dir Sachen zeigen dürfen, wo du halt Fehler gefunden hast. So sagen wir es mal ganz ehrlich. Und ich finde es cool, dass du dich immer mit der Zeit weiter damit beschäftigt hast. Du hattest ja auch Sachen schon zu Hause, wo du erst überzeugt warst und nach dich eben von der Größe, vom Korpus her verkleinert hast. Und du hast jetzt dein Setup und ich habe dich vorhin gefragt, wie du jetzt zufrieden bist mit deinem Setup und du bist jetzt angekommen, so ungefähr. So hast du mir das gesagt. Du hast eigentlich das gefunden, wonach du gestrebt hast. Ja. Und das ist krass. Und mit Komponenten,
die nicht viele kennen. Ja. Also ich als Grieche muss auch sagen, ich kenne jetzt nun die vor allem den Tsakiridis, hier den Stromfilter, noch nicht gehört, zum ersten Mal bei dir. Aber du hast mich an diese griechischen Geräte vor einiger Zeit, schon über ein Jahr oder so, bestimmt das erste Mal, hast du mir das erzählt. Und ich kannte die vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kurz danach hatte ich Erfahrungen, einen nach den anderen, von anderen, die mir dann auch von dem Tsakiridis erzählt haben, wie gut der ist. Mhm. So, und heute zum ersten Mal höre ich das bei dir. Mhm. So, und ja, genau, mit den Plattenspielern haben wir ja schon gehört. Und jetzt an der Stelle sollten wir auch mal ein bisschen Musik hören. Ne? Also ja. deine ganze Kette jetzt. Ja, ja. Das Subwoofer ist auch ein Selbstbau. Ja. Ich hatte da, als Vorgänger hatte ich da ein SVS. Subwoofer, den SB 2000. Mhm. Der ist aktuell jetzt aber bei dem, der mir den freundlicherweise da geliehen hat. Im Bereich Subwoofer kann das sein, dass hier in diesem Setup noch einiges passiert. Da Stichwort Raumeinmessung, da wird noch einiges passieren. Bist du noch dabei? Okay. Da bin ich noch dabei, bin aber so schon recht gut zufrieden, ja, mit dem Subwoofer, wie der hier arbeitet. Vielleicht kann ich da noch kurz sagen, um den Vertrieb Lenhifi da auch nochmal zu bringen. Er hat mich da auch nochmal unterstützt mit ein, zwei Kabeln. Zum einen sind das die Albedo Silberkabel, NF Silberkabel. Und zum anderen ist von Lenhifi auch die Stromkabel von Gutwire. Da habe ich, glaube ich, drei oder vier verschiedene Kabel hier irgendwie mit drin. Und ansonsten ja sicherlich noch ein Ojaide Stromkabel noch mit dabei. Und ansonsten, ich hatte mal PS Audio Kabel, ich hatte mal Silent Fire. Schon viel probiert, ja. Alles, ja. Auch von AudioQuest im Übrigen. Das ja. War da seinerzeit noch so, dass du mir da auch mal was gegeben hattest. Das passt aber irgendwie nicht ganz so. Also es muss nicht immer alles passen, aber ja, man darf sich schon trauen, da auch mal Sachen auszuprobieren, bin ich der Meinung. Du hast also viel getuned auf jeden Fall. Jo. Ja. Ich hole nochmal die Platte. Ja. Wir hören heute wieder Blues Company. Das ist auf jeden Fall eine Scheibe, die wir auch spielen dürfen, ohne rechtliche Probleme zu haben. Und da haben wir wieder The Quiet Side of the Blues Company. Ja, ist vom Label Inakustik übrigens, ne, die auch Kabel herstellen. Und welchen Titel wollten wir hier spielen? Place to Rest. Place richtig? To Rest, ja. Genau, den spielen wir von der Platte ab, Place to Rest. Und im Anschluss spielen wir dann noch mal was übers Streaming. Und da wird es dann wohl der gerippte Titel von der CD, auch von der Quiet Side of Blues Company, wie ich finde, ist das wirklich richtig gut aufgenommen. Mhm. Blues Company zeichnet sich ja sonst immer aus, dass durch so großen, vordergründigen Bass, das haben sie hier sehr gut hingekriegt. Mhm. Okay, wir legen los, ne? Ja. Good. I'm gonna leave the city. I'd rather live on some mountain crest. Ain't it hard? Ain't it a pain? So hard to find some place to rest. I asked the doctor, can you imagine? I feel so low down, so depressed. He didn't give me any medicine. Said you must find some place to rest. I asked my sister, asked my wife,
bist. Was einem jetzt womöglich denn jetzt besser gefiele. Also man hat da Unterschiede, vielleicht für die... Ja, einfach nur mal kurz gesagt, zwischendurch hat Bobby nochmal zwischen dem Grado und dem Lyra-Kleros-System hin und her geschaltet. Für mich, also vielleicht habt ihr das mitbekommen, ne? Ich fand es echt nicht leicht, den Unterschied da rauszuhören. Das wird auch extrem, wenn man das wirklich 1:1 im Vergleich denn hört, kommt man schnell durcheinander. Ja. Ja. Schnell, du bist da geübt auf jeden Fall. Man hat natürlich seine Sachen, worauf man denn hört und wo man es denn auch erkennt, was denn nachher die Unterschiede macht. Aber da ist es ein ganz klares Zeichen dafür, okay, alles klar, ja, die kosten sicherlich unterschiedliches Geld, aber auch günstigere Systeme können auch Spaß machen. Ja. Bevor du jetzt nochmal weiterredest, kleiner Cut, ich drehe nochmal die Mics um, ja? So, dann sollten die Zuschauer uns jetzt auch ein bisschen besser hören. Genau. Also, ungewohnter Klang für mich. Ganz anders, als wie ich es sonst höre. Okay. Okay. Bei beiden? Bei beiden Tonabnehmern oder allgemein jetzt? Bei beiden Tonabnehmern auf jeden Fall. Da hatte ich ja sowieso die Schwierigkeit, dass es schwer war für mich jetzt den Unterschied festzustellen. Total schwierig. Da bist du geübter, definitiv. Aber generell der Klang, also nicht gewohnt, wie ich sonst kenne. Sehr, sehr ausgewogen. Ich finde, es klang sehr breit. Bühnig, auf jeden Fall. Aber ich muss mich noch ein bisschen mit der Stimme so ein bisschen auseinandersetzen. Ich bin gespannt, wie das dann beim Streaming ist. Hier vielleicht nochmal die Frage, wollen wir vielleicht denselben Titel streamen, bevor wir einen anderen Titel streamen? Ja, klar. Weil wir haben eben noch gedacht, ob wir jetzt einfach was anderes streamen. Ja. Aber dann hätten wir vielleicht auch mal den Vergleich nochmal. Ne? Wie klingt Streaming zur Platte? Ja. Da kann man aber auf jeden Fall schon gleich sagen, das hört sich nochmal anders an als mit dem 3R zum Beispiel, ja. Was dann auch noch hinzukäme. Aber ja, ich bin gespannt. Was du allgemein... Man muss jetzt auch dazu sagen, beim Streaming ist das jetzt in Anführungsstrichen nur von der CD. Ist ja vermeintlich runtergerechnet. Okay, nicht das gleiche wie mit der Schallplatte. Ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, was du denn von geripptes Material sozusagen. Ja. Okay, aber warte, bevor du spielst, ich drehe wieder die Mics um, ne? Ja. Ist dann auf dem iPad, ne? Das ist eben die Besonderheit bei Auralic, nur mit Apple bedienbar. Ne? Ja, okay. Okay, wenn man es als Nachteil sehen kann. Wollen wir loslegen? Mhm. I'm gonna leave the city. I'd rather live on some mountain
some place to rest. I asked the doctor, can you imagine? I feel so low down, so depressed. He didn't give me any medicine. Said you must find some place to rest. I asked my sister, asked my wife, but they didn't stand the test. I got to live my very own life. Gotta find some place to rest. Ja, also hat mir in dem Fall sogar etwas mehr gefallen. Mhm. Ich habe auch schon Songs gehört, wo das eher ja, gegenteilig war, ne? Dass die Platte mir mehr gefallen hat, mehr Dynamik hatte. Es ist ja auch immer unterschiedlich, also von Stück zu Stück. Ja. Hier hat mir die CD, die gerippte Variante, mehr gefallen. Mhm. Mhm. Ja. Wie fandst du das vom Unterschied her? Also ich finde jetzt, es kommt natürlich schwer rüber, hier der digitale Bereich ist nochmal breiter als Schallplatte. Mhm. Schallplatte ist fokussierter. Gut, wenn man früher solche Wörter, Adjektive rangeholt hat, von wegen ja, schöner oder tiefer oder was weiß ich, natürlicher, wird es langsam, und da sind wir jetzt mittlerweile in der Zeit, wo man dann auch digital so ein Stück weit, ja, wie soll ich das sagen, ja, es wird langsam eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, da kann man auch Musik hören. Früher war das so, dass digital ja alles sehr, sehr steril war, mhm, fand ich, wo dann wirklich analog das war, was die Leute dann wirklich aus den Löchern hervorgerufen hat. Ja. Und dann sagen konnte, okay, das ist das Nonplusultra. Ob das jetzt nun Real-to-Real ist oder ob das jetzt nun mit Schallplatte ist, es sei dahingestellt. Aber analog war schon ein anderes Thema als Digitalmusik, mhm, auch CD. Aber mittlerweile ist das schon so, das, was im Bereich digital jetzt mittlerweile geht, ist schon erstaunlich. Ja, und auch hier stimme ich dir zu. Auch hier muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es für mich auch schwer zu sagen, ob jetzt digital besser ist als analog oder analog besser ist als digital. Kannst du nicht pauschal sagen. Genau, so, aber das anders definitiv. Das Eis wird schon richtig dünn. Mhm. Ne? So, jetzt irgendwie sagen zu können, das muss so sein, das muss so sein. Ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, ich will nicht mehr analog oder ich will digital hören, sondern ich will Musik hören. Mhm. Und da ist mir dann schon fast egal, wo das herkommt. Ich werde deswegen nicht auf die Schallplatte verzichten, weil ich es immer noch mag, weil ich es auch lebe. Aber nur unter dem Begriff Musik, würde ich sagen, kann man hier in diesem Hause auch mittlerweile schon digital hören. Ja. Und zwar sehr gut. Kurz nochmal zu deinem Setup. Mhm. Was würdest du sagen, ist... Oder was sind die Klangeigenschaften, die dir bei deinem Setup so sehr gefallen? Wie würdest du das beschreiben? Da würde ich nicht irgendwie unterscheiden wollen oder auf die Unterschiede von analog und digital eingehen, sondern da würde ich schon eher auf die komplette Anlage eingehen. Genau. Würde ich sagen, ja, ich habe eine sehr, sehr breite Bühne, die über die Lautsprecher hinweg rausgeht. Dann habe ich das hinbekommen, hoffe ich, also so sehe ich das, die Tiefenstaffelung,
Das kommt durch die Lautsprecher da auch nochmal sehr, sehr deutlich zum Tragen. Die Stimmen, die Instrumente stehen alle frei. Mit Unterstützung des Subwoofers kriegen oder bekommen die einzelnen Instrumente, Stimmen auch nochmal eine entsprechende Breite, entsprechende Tiefe, Etwas mehr Körper. mehr Körper, genau. So, also ich bin auch mittlerweile, wenn man so dran, wenn ich weiß, wie das aufgenommen wurde, sprich bei Harry Belafonte sieht man ja zum Beispiel auf dem Frontcover von der Carnegie Hall, wo die Backgroundsänger stehen, wo er steht, wie er sich auf der Bühne bewegt und so weiter und so fort. Wenn man die Augen zumacht und man hört das hier auch digital, kann man sofort zuordnen, wo wer steht, auch in welcher Tiefe er steht. Die Firma Linn hat mal so eine Vorführung gemacht. So bei mir ist hängen geblieben. Es gibt ein Lied, Walk on the Wild Side. Kennst du das Lied? Nein. Weiß ich auch nicht, ob wir das spielen können. Spiele ich dir nachher mal, wenn die Kamera aus ist, spiele ich dir das vor. Da ist das so, dass da Backgroundsänger sind. Und die Firma Linn hat dann bei der Vorführung gesagt, das ist nicht so, dass die Mikros denn da rangegangen sind oder zugeschaltet wurden, sondern die Backgroundsänger kamen ganz langsam nach vorne. Und das kriegt man da dann auch so mit. Und das, finde ich, kann man hier jetzt auch sehr, sehr schön machen. Bei der Firma Linn, tut mir leid, seid mir nicht sauer, Leute, aber ich konnte das da nicht so nachvollziehen. Hier ist es mittlerweile so, da kann ich es Wahnsinn, nachvollziehen. Wahnsinn. Das würde ich gleich auf jeden Fall gerne Ja, mal hören. gerne. Und ja, leider darf ich nicht jeden Titel einfach Nee, abspielen. genau. Das ist leider nicht möglich. Es gibt auch Aber es andere ist cool, dass du Lieder. das von deiner Anlage so erstmal sagen kannst, dass du diese Tiefenstaffelung hier definitiv hast. Ja. Ich konnte das aber hier bei dem Stück auch etwas erkennen, aber es gibt natürlich Lieder, wo das halt noch Ja, wo deutlicher da zu mehr hören ist, ne? los ist, ne? Wo da Ja. mehr los ist in dem Bereich. Aber ich finde auch bei kleinem Setup kann man das schon richtig deutlich feststellen. Patricia Barber, um mal eine Künstlerin zu nennen, die ja sehr, sehr spartanisch mit ihren Instrumentenaufstellungen denn da umgeht. Da ist mal ein Bass denn dabei, aber alles andere oder auch mal ein Klavier, da ist es dann nochmal ein bisschen was anderes. Also ich finde es erstaunlich, was du aus so einem kleinen, in Anführungsstrichen, Setup hier herausholen kannst. Denn klein, wohlgemerkt, sind eigentlich nur vom Korpus die Lautsprecher. Alles andere, wir können ja hier nicht von einem kleinen Setup sprechen. Du hast ja hier wirklich eigentlich total aufgefahren, ne? Also die Elektronik, das ist hier nicht, definitiv nicht klein. Ja. Das ist schon fettes Zeug, muss ich sagen. Und du hast aber eben das meiste rausgeholt aus diesen Lautsprechern, was hier zumindest geht. Für mich, ne? Wenn andere, ich will jetzt nicht von besser oder weniger gut, sondern ich kann für mich sagen, okay, ich bin mit mir da im Reinen, was ich hier so aufgestellt habe. Hoffe ganz einfach, dass es euch auch gefällt. Ich habe viele Leute hier schon sitzen gehabt, die auch alle ihre Meinung zu dem ganzen Thema hatten. Und sicherlich hat man bei jedem Setup irgendwie einen Kritikpunkt oder Klar. Kritikpunkte, wo man jetzt ganz einfach sagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht in den Mitten nochmal mehr oder ich brauche im Bassbereich nochmal ein bisschen mehr oder es muss nochmal ein bisschen anders sein. Aber man darf nicht vergessen, die Musikanlage, die man sich dann irgendwo hinstellt, die macht derjenige oder der Hörer nicht für irgendjemand anders, sondern für Richtig. sich selbst. Richtig. Das hatte ich auch immer. Ich war ja sehr lange im Handel. Hatte ich auch immer jedem Kunden am Ende gesagt, so nicht mir muss es gefallen. Ich kann ein bisschen helfen. Auch mein Senf dazu geben, aber im Endeffekt, was hört jeder für sich selber da heraus? Passt es zu einem selber? Jeder hat einen anderen Geschmack. Ich kann hier ja auch noch mal kurz meinen Senf dazu geben. Ich finde es insgesamt ein stimmiges Setup, sehr harmonisch. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich, wenn man dazu Kritik sagen kann, denn es ist einfach nur mein eigener Geschmack, ne? Mir hat ein bisschen die Stimme. Die war nicht in your face einfach. Und Genau, ja, es sind das keine ist Hörner, ne? Es sind genau keine richtig. Hörner. Das habe ich bei anderen Anlagen anders gehört, wo es wirklich richtig, wo die Stimme einfach sehr, sehr nah bei mir war. Und
ist vielleicht auch ein Stück weit Gewohnheit. Aber das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Ansonsten, klasse. Hat mich sehr gefreut, dass ich deine Anlage hier heute hören durfte. Vielen Dank dafür. Ja, gerne, gerne. Ja, an der Stelle würde ich das Ganze auch abschließen. Und dann würden wir uns eben bei euch kurz bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wer Lust hat, auf jeden Fall sein Setup auch mal zu zeigen, darf mich gerne anschreiben. Ich habe schon einige Anfragen diesbezüglich. Deswegen auch an der Stelle gesagt, ich kann das nicht immer bewerkstelligen. Ich fahre wirklich überall rum letztendlich. Und das sind ja auch Kosten für mich. Das werde ich nicht immer machen können. Wie ihr wisst, baue ich mir gerade eine Community auf. Und wenn du Teil dieser Community sein willst, aber noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das an der Stelle jetzt tust. Und dann freue ich mich, wenn wir uns alle das nächste Mal wiedersehen. Und ja, wünsche euch alles Gute, bis bald. Ciao. Von mir gibt es von dieser Seite auch noch mal einen Daumen hoch. Danke.